Herzlichen Dank auch für die Einladung an eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Entwicklung, dass es jetzt dieses Netzwerk Plurale Ökonomik gibt, wo versucht wird, eben Bereiche abzudecken, die bisher in der Wirtschaftswissenschaft eben leider nur am Rande behandelt wurden. Und eines dieser Themen, nämlich die Geldschöpfung, werde ich versuchen, heute ein bisschen auszuführen. Kurz zu unserem eigenen Verein, wer wir sind. Also wir sind eben ein gemeinnütziger Verein. Wir sind 2012 gegründet, ca. 80 Mitglieder, ganz verschiedene, aus ganz verschiedenen Bereichen. In letzter Zeit mehr und mehr auch Studenten. Und wir haben auch immer wieder Praktikanten jetzt, die bei uns arbeiten. Wir vermitteln teilweise auch Themen für Seminararbeiten, Abschlussarbeiten. Also wenn Sie da Interesse haben, an einem unserer Meinung nach zukunftsfähigen Projekt mitzuarbeiten, sind Sie bei uns herzlich willkommen. Ja, wir machen regelmäßige Veranstaltungen. Vor kurzem hatten wir eine Jahrestagung in Berlin, wo unter anderem interessanterweise der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank aufgetreten ist, Thomas Mayer, der ein neues Buch veröffentlicht hat, Die neue Ordnung des Geldes. Also sehr interessant, dass sich solche Insider des Finanzsystems jetzt auch mit grundlegenden Reformen beschäftigen. Wir betreiben eine Homepage, veröffentlichen einen regelmäßigen Newsletter. Und ja, wir wollen eben über das Geldsystem aufklären, insbesondere über die Geldschöpfung. Und dann ist eines unserer Ziele, eben für eine sogenannte Vollgeldreform zu werben. Ich werde heute erläutern, was man darunter versteht. Ja, vielleicht haben Sie sich auch gefragt, was ist da eigentlich los? Es hat unserer Meinung nach mit dem Geldsystem zu tun. Zum Beispiel, warum steigt die Verschuldung immer weiter an, insbesondere die Staatsverschuldung? Das sind ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es ist ja ein Trend, dass immer höhere Verschuldung ist, obwohl wir eigentlich in Zeiten großen Wohlstands leben. Ja, aber trotzdem steigt die Verschuldung immer weiter an. Dann, was war da los in der Finanzkrise? Warum war das notwendig oder warum hielten die Politiker das notwendig, innerhalb von kürzester Zeit riesige Summen zur Bankenrettung bereitzustellen? Ja, wie konnten die Banken einen solchen Druck aufbauen, dass sie alle Regeln der normalen demokratischen Haushaltsplanung außer Kraft setzen konnten? Da musste innerhalb kürzester Zeit, sogenannt alternativlos, riesige Summen bereitgestellt werden, über die man sonst jahrzehntelang wahrscheinlich diskutiert hätte. Ja. Aber ja, vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt. Bitte weiter. Ja, und warum gibt es immer wieder Finanzkrisen, Finanzblasen, die dann erst aufgeblasen werden, wieder zusammenbrechen? Und warum scheint unsere Wirtschaft zwingend darauf angewiesen zu sein, immer weiter zu wachsen? Das ist das, was immer propagiert wird. Wachstum, Wachstum, wenn es nicht wächst, dann kann es nicht mehr weitergehen. Und es scheint ja so zu sein, dass wir mittlerweile an einem Punkt ankommen, auch aus ökologischer Sicht, dass weiteres Wachstum zumindest nur in sehr kleinen Dosen noch wünschenswert ist. Aber es scheint auch so zu sein, dass wir auf Wachstum zwingend angewiesen sind. Und die zentrale Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen, woher kommt unser Geld, wer also emittiert, wer schöpft dieses Geld, wer bringt es erstmals in Umlauf? Das ist die Frage, die eben leider bisher in der Volkswirtschaft eben nur am Rande betrachtet wurde. Die Volkswirtschaft rechnet zwar alles mit Geld, aber die Entstehungsgeschichte, der Entstehungspunkt des Geldes wird nicht sehr intensiv behandelt. Ja, wie funktioniert das, die aktuelle Geldschöpfung? Wie wird Geld geschöpft, emittiert, in die Welt gebracht? Und da haben wir verschiedene Geldarten. Das erste ist das Münzgeld. Also Münzen, die werden durch die staatliche Münzprägeanstalt geprägt. Und dieser Gewinn geht direkt in den Staatshaushalt und der Staat kann mit diesem Geld arbeiten. Man nennt das auch eine originäre Seigniorage, also der volle Betrag der geschöpften Münzen geht in den Etat des Finanzministers und der kann dann damit Sachen finanzieren. Dann haben wir das Papiergeld. Und das Papiergeld wird im Auftrag der Zentralbank gedruckt. Aber nur die Zentralbank darf ein Papiergeld drucken. Also wenn eine andere Bank anfangen würde, Papiergeld zu drucken, oder wenn Sie auf die Idee kämen, dann werden Sie verhaftet. Dieses Geld wird dann von der Zentralbank an Geschäftsbanken verliehen gegen Zins. Und der Zinsgewinn aus diesem Verleihgeschäft geht an die Zentralbank. Daraus resultieren dann Zentralbankgewinne.
Man nennt das Zinsseniorage, also nicht der volle Betrag für das Gewinn verbucht, sondern nur eben die Zinsen für den Verleih von Papiergeld. Und dann haben wir das Giralgeld. Und dieses Giralgeld, das wird von den Geschäftsbanken selber erzeugt, und zwar per elektronischer Buchung. Die Gewinne aus der Geldschöpfung von Giralgeld gehen direkt an die Geschäftsbanken. Ich werde noch darauf eingehen, wie genau diese Geldschöpfung in der Geschäftsbank funktioniert. Gleich dazu ein Statement von der Bundesbank. Also sie haben ein Buch veröffentlicht, Geld und Geldpolitik. Und da steht drin, wie Giralgeld geschöpft wird. Und da steht dann drin, in der Regel gewährt die Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit und schreibt ihm den entsprechenden Betrag auf dessen Girokonto als Sichteinlage gut. Es ist Buchgeld entstanden oder es wurden 1000 Euro Buchgeld geschaffen. Die Buchgeldschöpfung ist also ein Buchungsvorgang. Es ist also nicht so, dass die Bank angelegte Spargelder weiterverleiht, sondern wenn sie einen Kredit vergibt und einem Kunden ein Giralgeld gutschreibt, dann ist das neu geschöpftes Geld. Alternativ dazu, die Bank muss nicht unbedingt einen Kredit vergeben, sie kann auch einkaufen gehen. Ja? Sie kann sich eine Aktie kaufen, sie kann sich ein Grundstück kaufen, sie kann sich Staatsanleihen kaufen oder sie kann sogar ihre Mitarbeiter bezahlen und schöpft mit diesem, wenn sie das bezahlen muss, dann kann sie neues Geld schöpfen und diesen Erwerb mit diesem Geld bezahlen. Trotzdem gibt es einen merkwürdigen Umstand, und zwar im Bundesbankgesetz oder Satzung der Europäischen Zentralbank, und da steht drin, auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Also haben wir hier drei Geldarten, zwei Münzen und Papiergeld. Das Papiergeld ist das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Und Giralgeld, was ist das dann? Zumindest kein gesetzliches Zahlungsmittel. Und das ist schon mal ein merkwürdiger Umstand, dass dieses Giralgeld, was wir auf unseren Konten haben, eben kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Ist eigentlich den wenigsten Leuten bekannt. Und wenn man sich mal die Größenordnungen anschaut, dann sehen Sie hier, die 1%, das ist Münzgeld, spielt also kaum eine Rolle, immer 17% Papiergeld, also betrifft hier das Eurosystem. Das variiert ein bisschen von Land zu Land. England zum Beispiel, sind ja nicht Euro, aber manche Länder verwenden noch weniger Bargeld. Bei uns ist die Bargeldquote immer noch ein bisschen höher. Aber Sie sehen, der größte Batzen unseres Geldes ist Giralgeld, 82%. Und gerade für große Transaktionen, also zum Beispiel, wenn Sie eine Wohnung kaufen, dann werden Sie nicht mit dem Koffer Geldscheine ankommen, sondern die großen Transaktionen laufen immer mit Giralgeld. Ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das in dieser Form schon bekannt war, dass also Giralgeld kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Was ist es denn dann? Giralgeld, so wie wir es heute kennen, ist kein Geld, sondern nur eine Forderung auf Auszahlung von Bargeld. Und aus unserer Sicht, also wir haben da etwas auf dem Konto stehen und an diesem Betrag haben wir eine Forderung auf Auszahlung von Geld. Aus der Sicht der Bank ist die Sache eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld an uns. Ja, also wir haben eine Forderung, die Bank hat eine Verbindlichkeit. Das heißt, wenn Sie ein Girokonto haben, dann geben Sie eigentlich der Bank einen Kredit. Vielleicht ohne es zu wissen. Sie haben auch keinen Kreditvertrag gemacht. Ja. Wenn die Bank Ihnen einen Kredit gibt, dann machen Sie einen Vertrag und dann müssen Sie sogar Sicherheiten überschreiben. Das ist eine sehr lange Sache, da stehen ganz schlimme Sachen drin. Zum Beispiel, wenn Sie dann die Zinsen nicht bezahlen können, dann geht Ihr Eigentum automatisch das Eigentum der Bank über, ohne dass es einen Gerichtsprozess braucht. Aber Sie geben der Bank beim Giralgeld einen Kredit, haben keinerlei Sicherheiten, nämlich den Kredit auf Auszahlung von Bargeld. Die aber nicht eingefordert wird, weil sich die Benutzung von Giralgeld eben so eingebürgert hat. Das Spiel würde sofort nicht mehr funktionieren, wenn Sie alle jetzt zur Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt für meine Forderung auf Geld mal Geld sehen. Ja. Brauchen Sie aber nicht machen, weil dieses Giralgeld wird ja wie Geld verwendet. Ja. Wird sogar manchmal, wenn Sie zum Beispiel Ihre Steuern zahlen wollen, dann wird der Staat sogar darauf bestehen, dass Sie die Steuern nicht in gesetzlichen Zahlungsmitteln leisten. Ja. Weil die sind gar nicht darauf eingestellt.
Sie müssen ihre Steuern in nicht gesetzlichen Zahlungsmitteln, in Generalgeld zahlen, was an sich schon wieder ein sehr merkwürdiger Umstand ist. Und so kann man sagen, immer wenn die Bank, wenn eine Bank eine Nicht-Bank etwas zahlt, dann schöpft sie neues Geld. Weil dieses Generalgeld ist ja verbindlicher auf Auszahlung von Geld von der Bank. Das heißt, die Bank unterhält ja selber keine Giralgeldkonten. Das wäre ja vollkommen unlogisch, wenn die Bank ein Konto hätte, das eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld an sie selber wäre. Das kann nicht funktionieren. Ja? Also jede Zahlung einer Bank an eine Nichtbank ist Giralgeldschöpfung. Zum Beispiel Kredite, Investments, aber auch Lohnzahlungen, Zinszahlungen. Umgekehrt, auch ein ganz seltsamer Umstand, also jede Zahlung einer Nichtbank, eine Bank, ist dann Geldvernichtung. Ja, sie zahlen Giralgeld an die Bank, sie zahlen Zinsen, zahlen Kredittilgen und so weiter und so fort. Dann verringern sich die Verbindlichkeiten der Bank auf Auszahlung von Geld und das Geld wird wieder vernichtet, verschwindet. Es ist nicht so, dass da irgendwas hin und her fließt zwischen Banken und Nichtbanken, da wird immer geschöpft und vernichtet. Das ist eine Sache, die habe ich auch in dieser Konsequenz lange nicht verstanden. Aber können wir nachher, ich habe auch Bankbilanzen dabei. Wenn Sie da Fragen haben, können wir gerne noch intensiver darauf eingehen. Weil die Banken selber Zahlungsmittel schöpfen können, führt auch das System der doppelten Buchführung, also die Bilanzen, die führen in die Irre. Weil dieses System ist nur gemacht, um zu arbeiten, ohne dass da irgendwie Geld reingeschöpft wird. Ja, deswegen sind Bankbilanzen eine sehr schwierige Sache, wenn es darum geht, den wirtschaftlichen Status einer Bank auszudrücken. Und immer wieder beklagen ja Experten, Bankbilanzen seien so wie schwarze Löcher, da seien wahnsinnig viele Überraschungen drin. Ja, und das passiert da auch immer wieder, auch in der Finanzkrise so plötzlich, erst dieses Jahr, die sind ja Lehman Brothers, ja, die haben eine gute Eigenkapitalquote, stimmt ja alles. Ja, und plötzlich ist da dieses Gewitter hereingebrochen. Ja. Es war genauso in Bayern, wie die da diese Alpe Adria gekauft haben bei der Landesbank. Ja. Plötzlich hieß es, ach nee, wir haben das irgendwie falsch bewertet, das sind ein paar Milliarden, hat irgendwie nicht gestimmt. Ja. Und meiner Meinung nach ist tatsächlich dieses System der doppelten Buchführung, mit dem Sie sich hier auch beschäftigen, ist einfach nicht geeignet dafür, diese Art von Geldschöpfung richtig abzubilden. Und so kommt es dann, dass eben Bankkunden Sie und Banken und Zentralbanken, jeder hat dann so eine eigene Methode, wie er eigentlich mit Geld umgeht, wie er Geld verbucht. Für uns alle ist natürlich Geld ein Vermögenswert. Ja. Den können wir nur praktisch als Aktivbuchung verwenden. Wir können nur das Geld ausgeben, was wir auch immer eingenommen haben. Ja. Und das ist auch für jeden anderen Betrieb so, für jeden Wirtschaftsbetrieb. Denn für Banken ist Geld eben eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld. Ja, und das können die in ihre Bilanz einbuchen, ohne dass es vorher da war, mit verschiedenen Techniken, die relativ kompliziert sind, aber so kompliziert dann auch wieder nicht. Aber die können das eben vollkommen anders verbuchen. Und daraus resultieren dann ganz verschiedene Zahlungskreisläufe. Das macht das System dann immer komplexer, immer komplizierter. Was dann dazu führt, dass viele Leute das nicht mehr richtig durchschauen. Ja. Wir haben verschiedene Geldarten, aber wir haben auch verschiedene Geldkreisläufe. Wir haben ein zweistufiges Bankensystem. Wir haben hier diesen Publikumskreislauf mit Giralgeld, ja, den wir alle verwenden und das für uns auch alles sichtbar und verständlich ist. Und hinter diesem Kreislauf ist für uns nicht sichtbar ein unbarer Interbankenkreislauf und die verwenden dann vollkommen anderes Geld. Ja. Das sind die sogenannten Zentralbankreserven. Ja, das Zentralbankreserven kriegen wir nie in die Hand, aber die Banken untereinander rechnen nur in Zentralbankreserven ab. Ja, weil für die Banken macht es, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn, mit Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld darum zu schieben. Ja. Beziehungsweise, wenn Sie Giralgeld überweisen, sagen wir von der Deutschen Bank auf die Sparkasse, ja, dann geht es da auf das Konto über. Ja, und anstatt zu jubeln, sagt die Sparkasse, nee, also um Gottes Willen, der überweist mir das und jetzt habe ich ja plötzlich viel mehr Verbindlichkeiten auf Auszahlung von Geld. Ja. Also die Sparkasse kann damit nichts anfangen, die hat nur eine höhere Schuld.
Das heißt, gegenüber der Deutschen Bank besteht sie darauf, dass dieser Giralgeldvorgang aus diesem Kreislauf, dass der unterlegt wird, bitteschön auch mit echtem Geld. Ja, das ist eben das Interbankengeld, das nur die Banken in die Hand kriegen, beziehungsweise aufs Konto kriegen, und das die Zentralbank eben emittiert. Und da müssen Sie sich vorstellen bei diesen Kreisläufen, gut, die Sparkassengruppe, die Kunden der Sparkassengruppe überweisen eben an die Kunden der Deutschen Bank, die eine sehr große Bank ist, sagen wir vielleicht einmal 1 Million Vorgänge in die eine Richtung. Und am gleichen Tag gehen aber 1.020.000 in die andere Richtung. Ja? Das geht hin und her. Ja? Und deswegen müssen die Banken dann nur eben einen ganz kleinen Saldo mit tatsächlichem Geld abrechnen. Alles andere wird saldiert. Und deswegen nennt man unser Geldsystem auch ein fraktionales Reservesystem. Banken können selber Geld produzieren, aber nur eine ganz kleine fraktionale Reserve von 0,5 bis 1% müssen sie tatsächlich in echtem Geld vorhalten, mit dem sie dann die ganzen Transaktionen unterlegen. Wenn jetzt da irgendwie was ans Stocken kommt und die Banken sich untereinander misstrauen, dann sagen sie, um Gottes Willen, hoffentlich bricht die da nicht gleich raus aus dem Kuchen, dann behalte ich hier die Verbindlichkeiten, die mir vorher die Lehman Brothers hat mir noch was überwiesen und plötzlich sitze ich auf diesen Hunderten von Millionen. Ja. Dann sagen die Banken, nee, also ich mache da nicht mehr mit. Dann stockt der Interbankenmarkt und dann haben wir das, was wir heute haben. Die Zentralbank produziert sehr viel von diesen Reserven und stellt die den Banken billigst zur Verfügung. Das ist dieses billige Zentralbankgeld, was momentan emittiert wird, wo Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt haben, was hat das eigentlich für einen Sinn. Ja. Das kriegen wir aber nie in die Hand. Ja, es ging nur die Banken in diesen Kreislauf in die Hand. Das ist für die Banken natürlich auch ein sehr vorteilhaftes Geschäft, aber Sie, wir alle bekommen das nicht in die Hand, weil wir nämlich gar keine Konten bei der Zentralbank haben. Ja, was macht das nun für Probleme, die Geldschöpfung der Geschäftsbanken? Erstens, es ist komplex und für die wenigsten Leute verständlich. Es überfordert Bürger, Politik, auch Zentralbanken. Es ist sehr, sehr komplex zu regulieren. Es gibt derzeit über 400 europäische Rechtsvorschriften, wo man versucht, diese Bankengeldschöpfung einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ja, es ist ja nicht so, dass es keine Bankenaufsicht gäbe und auch nicht sehr viel Versuche, die Banken zu regulieren. So ist es ja nicht. Da gibt es ja wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, es gibt jetzt, sind wieder 1000 neue Kontrolleure bei der EZB eingestellt worden. Ja, da versucht man, diese Bankengeldschöpfung eben zu beschränken, zu kanalisieren, in die richtige Richtung zu lenken, zum Beispiel durch Eigenkapitalvorschriften, aber zum Beispiel auch durch Risikoeinschätzungen. Da sagt man, okay, wenn die Bank da einen Kredit vergibt, naja, je nachdem schätzt dann dieser behördliche Regulierer, soll dann einschätzen, ja, so hoch ist das Risiko, ja, und so viel müsste dann die Bank Eigenkapital unterlegen. Ja, so funktionieren diese ganzen Regeln, die Basel-Regeln, sehr höchst komplex, höchst kompliziert und unserer Meinung nach eben nicht geeignet, um diese Geldschöpfung wirklich einzudämmen. Zum Beispiel, weil ich glaube, das Risiko eines Kreditgeschäftes, eines Investmentgeschäftes, das kann ein externer Kontrolleur überhaupt nicht richtig einschätzen. Ja, das ist tatsächlich eigene Aufgabe, für die Banken da sind, nämlich Risiken einschätzen und daraus dann Konsequenzen ziehen. Das kann keine Regulierungsbehörde machen. Und deswegen glauben wir, dass es mit der Regulierung eben, ja, dass es einfach nicht hinhaut. Und zwar ja auch vor der Finanzkrise war ja alles hoch reguliert und war wirklich die höchste Überraschung. Ja. Das kann ja eigentlich sein, unsere ganzen Modelle hat nicht funktioniert, hochkomplexe Modelle, die eben alle Beteiligten überfordern. Zweites Problem, in diesem System sind Geld und Schulden eng miteinander verknüpft. Das heißt, erstens für uns, da wir ja kein Geld auf unseren Konten haben, sondern die Forderung auf Auszahlung von Geld, ja, ist natürlich unser Giralgeld höchst unsicher. Ja? Weil wenn die Bank dann in Schwierigkeiten kommt, dann ist nicht nur unser angelegtes Geld,
sondern auch das laufende Geld auf den Girokonten, ja, das wir vielleicht vorhalten, um selber sagen, handlungsfähig zu bleiben. Ja. Selbst dieses Geld, es ist ja nicht unser Geld, sondern wir sind nur Gläubige der Bank auf Auszahlung von Geld. Selbst dieses Geld ist höchst gefährdet. Und da gibt es zum Beispiel eine große Versicherungsgruppe, die Talangs-Gruppe. Und die haben dann gesagt, okay, also die Sache wird uns zu schwierig. Wir haben täglich riesige Summen zu bewegen für unsere Versicherten. Ja, das sind bei Versicherungen wirklich sehr große Beträge. Und haben dann gesagt, okay, das ist uns zu unsicher. Wir wollen kein Girokonto mehr haben, sondern wir wollen ein richtiges Zentralbankkonto haben, wo das Geld auch sicher ist. Das also nicht Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld ist, sondern echtes Geld. Ja. Das wurde der Talangs-Gruppe vom Verwaltungsgericht sogar verweigert. Ja, haben gesagt, nö, das gibt es nur für Banken, ein solches Konto. Und vielleicht haben Sie gehört, bei der Europäischen Bankenunion ist ja ein Stichwort die Gläubigerbeteiligung. Das heißt, nicht mehr der Steuerzahler soll die Banken retten, sondern die Gläubiger sollen da natürlich mitmachen. Ist für ein normales Unternehmen vollkommen logisch, ja. Aber für Giralgeldbesitzer ist es überhaupt nicht logisch, ja? Weil die wollen ja gar kein Geld bei den Banken anlegen, die wollen ja nur Geld, Cash haben. Ja? Und die als Gläubiger von Banken zu bezeichnen, ist, ja, das ist äußerst problematisch. Ja? Niemand will ja Gläubiger von Banken sein, wenn er ein Girokonto hat und wir haben ja auch keine Alternative. Ja? Kein Mensch kann ja heute mehr auf ein Girokonto verzichten, wenn sie irgendwo eine Mietwohnung haben. Und ihren Vermietern sagen, also es tut mir leid, ich habe gehört hier bei dem Vortrag, Girokonten ist mir zu unsicher, ich bringe jetzt immer Cash, das Geld vorbei, dann wird er Ihnen was erzählen. Ja, wir brauchen alle Girokonten, ja, wir können da nicht wählen. Wir sind also Zwangsgläubiger von Banken. Dann haben wir ein monetäres Problem bei Überschuldung und das greift momentan insbesondere, was die Staatsverschuldung betrifft. Wenn sich nämlich niemand mehr verschulden will, dann fehlt den Banken auch der Partner zur Geldschöpfung. Ja? Also die Bank schöpft eben Geld auch über Kredite zu einem großen Teil. Und wenn in der Gesellschaft sich niemand mehr verschulden will, sei es die Unternehmen, weil sie sagen, die Aussichten sind uns noch nicht gut genug, sei es Privatleute, weil sie sagen, ich habe eh schon einen großen Hauskredit laufen, oder sei es der Staat, der früher immer einspringen konnte. Das heißt, okay, wenn sich niemand anders verschuldet, dann verschulden wir uns, erhöhen die Staatsverschuldung. Und diese Staatsverschuldung ist eben jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo man politischen Konsens hat, zumindest in Deutschland, aber auch in Europa, über den Fiskalpakt, Verschuldungsbremse, dass man sagt, wir wollen keine höhere Staatsverschuldung, sonst haben wir so hohe Zinslasten, dass uns das unsere Handlungsfähigkeit vollkommen nimmt. Also das heißt, auch die Staatsverschuldung kann nicht mehr weiter erhöht werden. Ja, und in so einem System hat man ein echtes Problem. Und zwar ein monetäres Problem. Wenn nämlich niemand nicht mehr verschulden will, dann sinkt die Geldmenge. Weil immer, wenn bestehende Kredite getilgt werden, dann wird weniger Geld. Ja, und deswegen kann es meiner Meinung nach gar nicht funktionieren, in einem System, wo eben Geld mit Schulden verknüpft sind, eben solche Verschuldungsgrenzen einzuführen. Das kann nicht funktionieren. Auch in unserer Verschuldungsgrenze sind ja lauter so Notausgänge drin. Also wenn eine außergewöhnliche Lage es erfordert, dann kann auch davon abgewichen werden. Genauso haben zum Beispiel USA haben auch eine Verschuldungsgrenze. Ja? Das war ja dann eine lange Verhandlung zwischen Republikanern und Demokraten. Und dieses, ja, die ist erreicht, es geht nicht weiter. Ja? Und na, dann ging es eben doch weiter. Ja, und so genauso wird es auch bei unserer Verschuldungsbremse sein. Grund, Schulden und Geld hängt eng miteinander zusammen. Ja. Und dann natürlich auch der den Schulden inhärente Wachstumszwang. Wenn das Geld über Schulden produziert wird, dann nehmen die Leute Schulden auf. Und um Schulden zurückzuzahlen, muss man ja immer wieder neue wirtschaftliche Aktivitäten entfalten, um die Zinsen überhaupt zu zahlen. Zins und Tilgung sind ja mehr wie Tilgung. Das heißt, es gibt eine wirtschaftliche Dynamik, die eben nur durch Wachstum bewältigt werden kann. Und dann ein weiteres großes Problem natürlich die Verschärfung der finanziellen Ungleichheit. Ja. Also im Finanzsektor werden vollkommen überhöhte Boni und Gehälter ausgezahlt. Nach der Finanzkrise hat es mal ein bisschen abgeebbt, jetzt steigt es wieder an.
also Bankensektor hat große Privilegien. Dann die Schieflage öffentlicher Haushalte wirkt sich natürlich auch sozial aus. Wenn Staaten sehr stark verschuldet sind, dann leiden natürlich vor allem diejenigen, die auf staatliche Zahlungen angewiesen sind. Und das verschärft wieder die Ungleichheit. In diesem Zusammenhang gibt es einen interessanten Artikel, und zwar von einem Professor hier in Leipzig, Gunter Schnabel. Der hat einen sehr interessanten Artikel, negative Umverteilungseffekte durch unkonventionelle Geldpolitik, geschrieben. Wer Lust hat, ich kann nachher die Quelle angeben. Also das bestärkt genau diese These. Ja, und wenn Geld und Schulden so eng verknüpft sind und Geldschöpfung und Schulden, dann ist es natürlich klar, ich habe vor kurzem wieder mit einem Künstler gesprochen und er hat gesagt, ja, ich wollte mir da ein Atelierhaus bauen und bin zur Bank gegangen. Ich brauche einen Kredit, das ist alles gut durchgerechnet und ich habe auch schon die Miete und so weiter. Die Bank, es tut uns leid. Wo sind denn Ihre Sicherheiten? Ja, wo ist denn Ihr regelmäßiges Einkommen? Ich sage, das habe ich nicht. Ja. Das heißt, wenn dann Kredite vergeben werden und Geld über Kredite neu emittiert wird, dann geht es immer schon dahin, wo die Leute erstens schon Sicherheiten haben. Also wenn ich dann schon ein Haus habe, dann kann ich das als Sicherheit angeben. Oder wenn ich natürlich ein riesenhohes Einkommen habe, dann macht die Bank 10 Diener, kommen Sie ja selbstverständlich. Sie kriegen einen Kredit, bitte nehmen Sie hier Platz, wollen Sie einen Kaffee und so weiter und so fort. Das ist überhaupt kein Problem, ist sofort gemacht. Ja. Und diese Art von Geldschöpfung geht natürlich immer in Richtung derjenigen, die schon was haben. Also das heißt, neues Geld wird immer dort emittiert, wo eh schon wahnsinnig viel Geld ist. Ja, die Steuerung der Geldmenge. Die Zentralbanken tun ja so, dass sie die Geldmenge dann irgendwie indirekt steuern können, und zwar durch die sogenannten Leitzinsen. Das hat auch Gunter Schnabel in dem Aufsatz schön gesagt, wie dieser Transmissionsmechanismus heute überhaupt nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist die Geldmenge vollkommen außer Kontrolle. In Boomzeiten ist sie vollkommen überschießend. Ja, da ist großer Optimismus. Die Banken sind ja gewinnorientierte Unternehmen. Das heißt, wenn Optimismus ist und es aufwärts geht, dann schöpfen sie auch mehr Geld, weil sie dann hoffen, dass sie dann auch mehr Zinsen bekommen, dann wieder ihre Vermögenswerte ansteigen, dann haben sie wieder mehr Spielraum zur Geldschöpfung. Also setzt ein positiver Mechanismus ein. Genauso umgekehrt, wenn es nochmal nicht läuft. Und dann sagen die Banken, um Gottes Willen, jetzt Kredite vergeben, das ist uns viel zu riskant. Vielleicht fließt er nicht zurück, da könnten wir in Schwierigkeiten kommen. Also unterschiedliche Geldschöpfung, die Geldmenge ist nicht unter Kontrolle. Und diese Emission von Zentralbankgeld ging also nicht wir. Ja, wenn dann die Zentralbank versucht zu steuern, dann sagt sie, jetzt machen wir es eben ganz billig, das Geld, gegen eben nur die Banken. Und für Banken ist es natürlich ein prima Geschäft, wenn sie für 0,05% Geld von der Zentralbank kriegen und dann für 3-4% dem Staat weiterverleihen. Das ist ein sicheres Geschäft. Ja. Und nur wir haben leider nichts davon. Ja, und das verschärft auch noch weiter die Vermögensungleichheit. Ja, und dann haben natürlich die Banken in unserem gesamten System eine wahnsinnige Macht, dadurch, dass sie eben selber an dem Geldhebel sitzen. Ja, das ist alles Giralgeld, und das ist nun mal die wichtigste Geldart. Alles Giralgeld muss durch dieses Nadelöhr der Banken erst kommen. Wir könnten theoretisch schon, Zentralbank könnte das sogenannte Helikoptergeld an uns alle verteilen, macht sie aber nicht, sondern es geht immer für die Banken. Erstmal die Banken und dann bitte, bitte, liebe Bank, leite es doch bitte in die Realwirtschaft weiter. Was machen die Banken aber nicht? Sie leiten es viel lieber ins Finanzcasino weiter oder in den Immobilienmarkt. Ja, da gibt es eine schöne Blase, eine schöne Horse, in London momentan sehr schön zu beobachten. Aber sie leiten es eben nicht dahin weiter, wo es am besten gebraucht wird. Auch in eigenen Wettbewerben. Im eigenen Interesse. Und das ist insgesamt gesehen auch ein Widerspruch zum Prinzip des fairen Wettbewerbs, weil ja Banken nicht nur untereinander konkurrieren, sondern in vielfältiger Weise auch direkt mit Nichtbanken. Ja. Das ganze Investment, sie können ja auch eine Aktie kaufen, ja, konkurrieren dann mit einer Bank. Sie konkurrieren auch beim Grundstückskauf mit einer Bank. Ja. Und wenn die eine private Wettbewerbsseite eben die Möglichkeit der Geldschöpfung hatten, die anderen nicht. Wie soll da fairer Wettbewerb möglich sein? Meiner Meinung nach nicht möglich. Und dann eben diese Bankenrettung durch Steuergelder. Wenn da der gesamte Giralgeldverkehr nur eben
eine Verbindlichkeit auf Verbindlichkeiten der Auszahlung von Geld der Banken beruht. Ja. Ist es nun mal einfach so, wenn da eine große Bank, den sogenannten systemrelevanten Banken, wenn da ein großer Player rausbricht, ja, dann bricht das Gesamtsystem sofort zusammen. Ja. Und da gibt es ein interessantes Gesprächsprotokoll von dieser Krisenbesprechung am Kanzleramt, und da hat eben der Ackermann gesagt, okay, also ja, wenn ihr diese Rettungsmilliarden nicht bekommen, ich rufe halt dann meine Leute an und weise sie an, eben morgen werden keine Überweisungen mehr ausgeführt. Und eine Stunde später waren eben die nötigen Milliarden da. Das ist eben eine so große Systemrelevanz dann, dass solche Banken gerettet werden müssen. Und das hat ja eigentlich auch nichts vom Prinzip her mit unserem System, mit unserem marktwirtschaftlichen System zu tun. Und Fakt ist auch, dass seit der Finanzkrise sind nicht etwa irgendwelche großen Banken geschlossen worden, sondern es sind ein Haufen kleine Banken verschwunden. Die Banken insgesamt wurden noch wesentlich größer. Und stellen Sie sich vor, die Bilanzsumme der Deutschen Bank ist, glaube ich, ungefähr bei 2 Billionen. Und jetzt bei der Bankenunion, der Rettungsfonds, der liegt bei 50 Milliarden. Ja, da können Sie sich vorstellen, wie wirksam der ist, wenn es wirklich mal zu einer schweren Krise kommt. Also diese Rettungsfonds, die wirken, wenn es keine Krise gibt. Ja, und so ein bisschen als Beruhigungspille. Aber wenn es wirklich ernst wird, dann müssen Banken wieder gerettet werden. Ja, es klingt ja jetzt vielleicht alles erschreckend, aber wie kann denn das sowas sein? Wie kommt das zustande? Wer hat denn sowas beschlossen? Werden Sie sich vielleicht fragen. Und da muss man sich in Erinnerung rufen, beim Bargeld war es ja auch mal so. Da gab es den Geldschein von der Preußischen Hauptbank, von der Leipziger Bank, von der Bayerischen Notenbank. Ja, die Banken hatten mal, deswegen sind es auch Banknoten, hatten mal die Möglichkeit, selber Banknoten zu drucken. Es gab also nicht dieses Banknotenmonopol der Zentralbank, sondern es gab konkurrierende Banknoten privater Banken. Und damals gab es eben auch schon eine politische Diskussion. Also das, was ich heute vortrage, ist nicht neu. Ja, das gab es schon im 19. Jahrhundert. In England 1844 führte zur Verabschiedung der sogenannten Peelschen Bankakte. Und da hat man gesagt, nein, diese Gefahr, diese Risiken, diese Durcheinander ist uns zu groß. Wir verfügen jetzt nur noch, die Zentralbank darf Geldscheine drucken. Nur noch eine einzige Stelle. Ja. Ist nicht umsonst. 1844 wurde das dann in England erstmals eingeführt, dass die Zentralbank nur noch die Geldscheine drucken dürfen. Und heute, letzte Woche, war das englische Parlament das erste Parlament auch, was mal über die Geldschöpfung des Giralgeldes öffentlich debattiert hat. Ja. Nicht umsonst. Und das ist eben eine uralte Debatte zwischen der sogenannten Currency-Lehre und der Banking-Lehre. Currency-Lehre sagt, Emission von Geld ist eine staatliche Sache. Banking-Lehre sagt, nein, die Banken machen das. Ja. Die machen das richtig, die machen das verantwortungsvoll. Und das ist Teil der Marktwirtschaft, dass die Banken das machen in Konkurrenz. Das sind zwei Lehren. Und bei den Geldscheinen hat sich eben die Currency-Lehre durchgesetzt. Deutschland 1924 letztmals eine Reform zur Ausschleusung privater Banknoten und Schaffung eines Banknotenmonopols. Dann waren zwar die Banknoten nur noch von einer Stelle emittiert, aber die Banken haben sich dann natürlich gesagt, okay, dann umgeben wir das Problem und haben eben Giralgeld, Buchgeld forciert. Ja? In England damals schon stärker, auch heute noch stärker. Deutschen haben dann immer ein bisschen hinterhergehinkt, ja, immer noch mehr Bargeld verwendet. Ja, und andere waren da findiger von Anfang an. Und heute kommt es natürlich durch den technischen Fortschritt. Und das hat man sich ja damals auch noch nicht so vorgestellt, diese ganze Computerentwicklung, dass eben Giralgeld eindeutig das bedeutendere Geld ist. In den 60er Jahren wurde auch noch Lohn ausgezahlt in Lohntüten. Ja. Davon ist heute nicht mehr die Rede, es läuft elektronisch, ja, per Internetüberweisung, gerade die großen Summen. Aber man hat nie irgendwie eine Debatte darüber geführt, sagen wir, ja, also wir finden das richtig, die Banken sollen das emittieren, die sollen da ordentlich ins Risiko gehen und das ist das Richtige für unser System, das soll nicht die öffentliche Hand machen. Da wurde nie explizit darüber debattiert, das wurde nie explizit beschlossen. Und hat sich einfach schleichend herangebildet. Immer weniger Bargeld, immer weniger Bargeld.
Es sollte auch noch weitergetrieben werden. Es gibt ja sogar schon Diskussionen in den USA, ob man jetzt Bargeld vollkommen verbieten soll, unter dem Stichwort, naja, Schwarzgeld unterbinden. Ja. Mein Name hat jetzt auch noch andere Ursachen, ja. Nämlich, dass man vollkommen die Geschäftsbanken an die Geldschöpfung denen das überlassen will. Und zwar ist dann die Geldschöpfung frühzeitig schon mehr und mehr wichtig geworden der Geschäftsbanken, aber es gab immer noch so einen kleinen Anker. Und zwar diese Goldbindung. Man konnte dann für einen Geldschein, pro forma zumindest, immer noch zur Zentralbank gehen und sagen, ja, dahinter musste noch eine gewisse Golddeckung liegen. Ja, es ist meiner Meinung nach ein sehr antiquiertes System. Die Schweizer haben es letztes Wochenende versucht. Da gab es einige Leute, die wollten es per Volksabstimmung wieder einführen, die Golddeckung. Ja, meiner Meinung nach antiquiert. Das heißt, Giralgeld ist mit Bargeld gedeckt und Bargeld ist mit Gold gedeckt. Das war so die Kaskade. Ja. Und jetzt ist aber das Gold weggefallen, ja, als das Anker. Ja. Und das heißt, es gibt überhaupt keinen Anker mehr in diesem System. Die Geldschöpfungskompetenz ist eben unbeschränkt geworden. Ja, warum hat dann nicht der Staat gesagt, jetzt reicht's aber. Wir sehen ja hier, ihr nehmt das alles in Anspruch. Und dann hat man überlegt vielleicht, wie das genau läuft, weiß ich nicht, aber okay, wenn es nun mal so ist, dann sollen die Banken uns aber auch so viel Geld gerade bereitstellen, wie wir halt gerade brauchen. Ja, dann sollen die eben Kredite, Geld schöpfen und dann kriegen wir das eben als Staat, gerade wenn wir es brauchen. Ja. Und so sind dann die Staaten natürlich zu den beliebtesten Kreditnehmern der Banken geworden. Ja. Und der Staat hat sich dann bei den Banken dadurch revanchiert, dass er eben die Bedingungen sehr schön gemacht hat, damit die Banken den Staaten finanzieren können. Zum Beispiel in den Basler Regeln heißt es, Staatskredite haben Risiko null. Nach wie vor. Ja, die werden als risikolos eingestuft. Das heißt, die Banken müssen das mit viel weniger Eigenkapital unterlegen. Das ist so, eine Hand wäscht die andere. Ja. Oder auch in den Bilanzierungsrichtlinien. Der Staat macht ja trotzdem viele Rahmenbedingungen. Und das hat eben zu dieser hohen Staatsverschuldung auch mitgeführt, dass eben die einen gesagt haben, ja prima, klar, Staat, du kannst bei uns unbegrenzt Kredit bekommen. Ja. Ist aber dieser Weg jetzt eben durch die wahnsinnig hohen Mittel, die für Zinszahlungen aufgewendet werden müssen in allen öffentlichen Etats, ist auch nicht mehr weitergehbar. Meiner Meinung nach eben ein echtes systemisches Problem, also nicht nur ein Problem, was man durch höhere Eigenkapitalvorschriften, andere Bankenbilanzierung und so weiter und so fort durch Anziehen von kleinen Schrauben, wie es halt momentan versucht wird, ändern kann, Gläubigerbeteiligung von Banken bei Bankenkrisen. Ja. Und vor 25 Jahren hatten wir ja hier in Deutschland einen großen Systemwechsel, zumindest im Ostteil. Und interessant in diesem Zusammenhang, 2014, Bundespräsident Gauck hat auf dem Bankentag gesprochen und hat gesagt, ja, es gibt zwar viel Kritik an der Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft ist ein gutes System, sehen wir hier alle, hier schöne neue Häuser in Leipzig entstanden, alles besser. Und die Banken spielen eine wichtige Rolle, denn sie sind ja die Vermittler von Geld, also von Spargeld, die machen das so, ja, die vermitteln Geld, dem reichen Spargelder weiter als Kredite. Und das ist natürlich einfach falsch. Die Banken sind zwar auch Vermittler von Geld, und zwar über die Fondsgesellschaften, aber sie sind eben, und das ist eben sehr wichtig, auch Produzenten. Sie sind gleichzeitig Vermittler und Produzenten. Ja? Und das hat leider unser Bundespräsident zumindest da falsch ausgedrückt, mal so zu sagen. Ja? Und das ist nicht nur er, sondern es sind eben viele andere Politikerinnen und Politiker auch. Ich glaube, wir haben schon jetzt als Monetative mit vielen Politikern auch geredet und wir sind zu verschiedenen Fraktionen gegangen und haben versucht, ihnen das so mit ihnen zu reden. Und ich habe den Eindruck, dass das oft nicht in seiner ganzen Tiefe verstanden wird, das Problem. Ein systemisches Problem auch deswegen, weil wir ein Wettbewerbssystem haben, das hatte ich vorhin schon gesagt. Es
kann nicht funktionieren, ein Wettbewerb, wo die einen Privaten haben, können Geld schöpfen, die anderen nicht. Das kann keinen fairen Wettbewerb geben. Und das haben ja viele große Unternehmen auch inzwischen erkannt. Ja. Und große Unternehmen gründen jetzt auch ihre eigenen Banken. Es gibt die Mercedes Bank, es gibt die Volkswagen Bank. Ja. Ich komme ursprünglich aus München, wir haben ja gesagt, Siemens ist eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung. Die machen mehr Geld mit Finanzgeschäften als mit realwirtschaftlichen Geschäften teilweise. Und das kann natürlich der Handwerksmeister nicht machen, ja? Weil das ist natürlich schon ein Aufwand, eine Bank zu gründen. Da muss man ein paar Bankkaufleute einstellen und so weiter und so fort. Deswegen meine ich, in einem Wettbewerbssystem kann das nur funktionieren, wenn eben diese Geldschöpfung, dieses enorme Privileg, dass man selber Geld schöpfen kann, von einer öffentlichen Stelle erfolgt, die eben die Rahmenbedingungen für den Wettbewerb schafft, die da genau darauf achtet, dass eben alle gleich teilnehmen können. Das kann meiner Meinung nach nicht eine private Geldschöpfung sein, weil sonst wird das sofort verzerrt. Ein so enormes Privileg kann nicht in einem Wettbewerbssystem existieren, es sei denn, man will ein Obrigkeitssystem. Das heißt, man sagt, okay, die sind so schlau, diese Banker, ja, die können das von oben genau übersehen. Ja, wo wird das am richtigsten geschöpft und wo fließt das hin und wie schlau die Banker sind, das sieht man dann, wenn so Finanzkrisen entstehen. Da würde ich nicht zu sehr vertrauen. Und wenn man dann die Kompetenz der Geldschöpfung an die richtige Stelle setzt, das wäre tatsächlich eine Regulierung an der richtigen Stelle. Das ist ja jetzt immer ein Problem, wo greift der Staat regulierend ein, wo greift er nicht regulierend ein. Bei der Geldschöpfung meiner Meinung nach sollte er regulierend eingreifen auf jeden Fall. Ich habe es vorhin schon angedeutet, nicht zum Beispiel bei der Risikobewertung. Ja, Risikoabschätzung, das kann jeder Wirtschaftsteilnehmer, das können Sie alle, wenn Sie sagen, okay, das hier ist ein Grundstück, da fließt ein Bach vorbei, der fängt vielleicht an zu stinken, irgendwas, keine Ahnung. Sie kennen das aus den örtlichen Gegebenheiten, was mit einem Investment für ein Risiko ist. Sie kennen Ihre Geschäftsidee, Sie wissen, was für ein Risiko ist. Und wenn Sie einen guten Banker haben, dann kann er Sie dabei beraten. Ja? Und dann sagt er, okay, nee, hier, das scheint mir zu kompliziert, da gebe ich Ihnen jetzt kein Geld. Aber das kann kein staatlicher Regulierer sein. Das können nicht die 1000 neuen Bankaufseher in der Zentralbank sein. Das ist die falsche Regulierung. Unserer Meinung nach die logische Reform Vollgeld. Und das ist eben auch eine Sache, die wir uns, die jetzt nicht wie Manna vom Himmel gefallen ist, sondern schon 1935, Sie haben in Ihrem Studium vielleicht schon gehört von dem amerikanischen Ökonomen Irving Fisher, der also eine ganz große theoretische Grundlagenarbeit für unser Wirtschaftssystem geleistet hat. Und er hat 1929 fast sein gesamtes eigenes Vermögen beim Crash verloren und hat sich dann hingesetzt und überlegt, wie kann das sein, dass meine ganzen, was ich mir überlegt habe, dass das alles nicht zutreffend war. Und hat dann 1935 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel 100% Money, 100% Geld. Also ich habe es selber ins Deutsche übersetzt. Und da ist er eindeutig zum Schluss gekommen. Grund für den 1929er Börsencrash war eben die Geldschöpfung, die ungezügelte Geldschöpfung der Banken. Erst zu viel. Und dann in der Krise zu wenig. Ja. Geldschöpfung muss öffentlich sein, sagt Irving Fisher. Er hat auch geschrieben, es könnten ironischerweise die Banken sein, die den Kapitalismus zerstören. Die Banken selber. Weil sie eben überhaupt nicht mit ihrer Geldschöpfung in dieses System passen. Dann gab es da in Amerika eine Debatte, eine große politische Debatte, die war schlagartig beendet, wie dann der Zweite Weltkrieg angefangen hat, 1939. Da wurden dann andere Prioritäten gesetzt. Da ging diese Debatte nicht weiter. Sie hat zum Beispiel in Deutschland, wurde sie weitergeführt 1975 von einem pensionierten Bundesbankdirektor, der vorher im Finanzministerium tätig war, namens Rolf Gocht. Der hat ein Buch geschrieben, Kritische Betrachtungen zur nationalen und internationalen Geldordnung, wo er zu der gleichen Analyse kommt wie Irving Fisher, wurde dann praktisch von der gesamten Finanzcommunity an den Rand gedrängt. Keiner wollte mehr mit ihm was zu tun haben, mit diesem Rolf Gocht. Einer hat ihn besucht
Das war Josef Huber, Wirtschaftssoziologe, hat in Halle gelehrt. Und der hat diesen 100%-Ansatz von Fischer mit Elementen von Rolf Koch eben weiterentwickelt, zum sogenannten Vollgeld, was er erstmals 1998 publiziert hat. Also er hat den Begriff geprägt, jetzt sind viele andere beteiligt an der Weiterentwicklung. Mittlerweile gibt es ein Gutachten des IWF, das bestätigt hat, dass dieser Weg der richtige wäre. Und wir haben uns also 2012 gegründet als Verein und mittlerweile können Sie öfters in der Zeitung lesen, Spiegel, Süddeutschen, Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Es scheint eine Debatte in Gang zu kommen in diese Richtung. Aber wie sieht das nun aus? Also Vollgeld heißt nichts anderes wie vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, wir propagieren eben die öffentliche Geldschöpfungskompetenz auch auf Giralgeld auszudehnen. Genauso wie früher bei den Banknoten, eben jetzt hier bei Giralgeld. Also statt Giralgeld als Verbindlichkeit auf Ausnahme von Geld in den Bankbilanzen als Verbindlichkeit integriert, haben Sie dann Giralgeld auf einem der Bankbilanz ausgegliederten anderen Konto. Muss nicht bei einer Bank sein, kann auch bei irgendeinem Verrechnungsinstitut sein. Außerhalb der Bankbilanzen. Ja. Es gibt auch heute schon Vergleichbares, zum Beispiel wenn Sie ein Depot haben, ein Bankdepot, wenn Sie also Aktien, Wertpapier auf einem Bankdepot haben, dann ist es nicht in die Bankbilanz eingerechnet. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, dann behalten Sie Ihre BMW-Aktien. Ja, die sind nicht weg, weil die gehören Ihnen. Ja. Und genauso wäre es mit dem Giralgeld dann auch. Also es gehört Ihnen dann vollständig wie Bargeld in der Tasche oder Wertpapierdepots bei den Banken, wenn Sie es da liegen lassen, außerhalb. Sie können es natürlich nach wie vor sagen, okay, ich gebe es der Bank als Spargeld, dann kann die Bank damit arbeiten, dann kann sie es weiterverleihen. Ja, dann gehen Sie ein bewusstes Risiko ein, müssen Sie sich dann einen Risikozins aushandeln, je nachdem, ob Sie es wollen oder nicht, oder wie risikoreich das ist. Sie können auch da sagen, Bank investiert es nur in Kitas oder so aus dem Zweck und ich verzichte auf Zinsen, ja, das können Sie sagen, aber Sie müssen es bewusst rüber transferieren und dann ist es wieder Verbindlichkeit der Bank auf Ausnahme. Dann haben Sie es in der Bank gegeben und Sie können auf Rückzahlung beharren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist ein richtiges Trennbankensystem, wie es so sein sollte. Eben der ganze Zahlungsverkehr würde dann außerhalb Banken ablaufen und dieses Geld, was Sie in die Banken investieren, das ist tatsächlich Risiko. Und wenn eine Bank zusammenbricht, was auch in einem Vollgeldsystem sein kann, dann hätten Sie natürlich immer noch ein Risiko, Ihre Spargelder zu verlieren. Ja? Aber der gesamte Zahlungsverkehr würde außerhalb der Bankbilanzen laufen. Insofern wäre eben dieses Systemrisiko nicht da. Das heißt, es wäre möglich, eben Banken pleite gehen zu lassen. Aber der Zahlungsverkehr würde weiter funktionieren und die Banken hätten nicht mehr dieses Erpressungspotenzial. Und das ist der springende Punkt. Eine Geldmenge, also nicht mehr Zentralbankreserven, Giralgeld, zwei Kreisläufe ineinander verschränkt, 1% Reserve, was abdeckt. Eine geldschöpfende Stelle, ein Geldkreislauf, eine Buchungstechnik. Alle buchen Geld, nur das Geld, auch die Banken. Die müssen erst sich Geld irgendwo ausleihen oder selber haben und weiter zu verleihen. Ja? Die buchen ebenso wie wir Geld als Aktivum. Ja. Thomas Mayer, der Deutsche Bank Ex-Chefvolkswirt, spricht, nennt es nicht Vollgeld, nennt es Aktivgeld. Das ist im Prinzip die gleiche Idee. Eben auch Banken müssen sich Geld erst besorgen, wenn sie es weiter verleihen wollen. Was die meisten Leute ja meinen. Was Gauck auch zu meinen scheint. Und das hieße dann, Geschäftsbanken würden nach wie vor ihr ureigenes Gebiet, nämlich Kreditvergabe, Einschätzung von Risiken, Weiterleitung von angelegtem Geld, Vermittlung machen, aber eben nicht mehr die Geldschöpfung. Also mit einer Kreditvergabe wäre keine Geldschöpfung mehr verbunden. Es wäre auch keine Verstaatlichung der Banken. Ich glaube nicht, dass es eben sinnvoll ist, gerade solche Risikoeinschätzungen eben dann von staatlichen Behörden machen zu lassen, die dafür nicht verantwortlich sind, die keine Verantwortlichkeit eingehen müssen, wenn es dann irgendwie nicht hinhaut. Das ist ja gerade der Witz bei der Sache, das ist ja auch bei privaten Unternehmen so. Das ist der Witz an dem System, dass man sagt, man geht mit seiner persönlichen Verantwortung rein und wenn was schief geht, dann habe ich es halt verloren, ja? Oder dann geht mein Betrieb pleite. Genauso muss es bei den Banken auch sein.
Der Banker muss tatsächlich mit seinem Unternehmen dann verhaften, wenn tatsächlich er sich verschätzt hat, dann geht halt meine Bank pleite. Und das ist eben momentan nicht so. Also wir haben insofern eine Art von Bankensozialismus momentan. Die Großen, die können nicht pleite gehen. Wir haben nicht mehr den selber verantwortlich handelnden Banker. Und das ist ja auch der Eindruck der meisten Leute, ja, die trauen ja auch den Banken zu Recht nicht mehr. Aber man hat ja keine Alternative. Alle Banken, selbst die ethisch arbeitenden Banken, wie GLS Bank oder Umweltbank, auch die verbuchen auf die gleiche Art und Weise, nämlich Geld als Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld. Ja. Und auch die sind in diesem Gesamtsystem eingebunden. Ja. Und auch die können von Bankenkrisen betroffen sein, auch wenn sie ganz, ganz, ganz verantwortlich handeln, weil sie halt nur ganz winzig kleine Rädchen im ganzen Spiel sind. Ja. Die wirklichen entscheidenden Player, die sitzen woanders. Und das hätte einen zusätzlichen schönen Vorteil, dass der Staat als Allgemeinheit, wir alle würden eben dann eben auch profitieren von dem Privileg der Geldschöpfung. Das Privileg der Geldschöpfung, die Gewinne, die da gemacht werden, würden eben an die Gesamtheit, an uns alle verteilt. Wie, das werde ich gleich noch zeigen. Also, wir nennen es dann Monetative, wegen der großen Bedeutung. Die vierte Ebene der Gewaltenteilung, exekutive, legislative, judikative. Monetative, die geldschöpfende Gewalt, ein enormes Privileg, das eben öffentlich, aber unabhängig sein soll. Heißt, das Geld wird nicht über Kredite, sondern es wird schuldfrei geschöpft, also auch zinslos übrigens, das ist auch ein wichtiger Faktor. Man kommt entweder über Staatsausgaben oder es wird an uns alle verteilt. Ja, also heißt es, okay, es gab ein Wirtschaftswachstum, 2%, das würde bei uns ungefähr 35 Milliarden ausmachen, analog die Geldmenge zu erweitern. Man könnte das als Bürgergeld zum Beispiel verteilen, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Oder als Feintuning könnten nach wie vor die Zentralbanken eben sagen, okay, wenn jetzt irgendwie Liquiditätsklemme bei den Banken ist, wenn die Leute nicht genug Geld angelegt haben zum Weiterverleihen, aber es gibt enorme gute Projekte, könnte nach wie vor in einem kleinen Ausmaß die Zentralbank an die Banken neugeschöpftes Geld weiterverleihen. Deckung des Geldes ist seine Kaufkraft, also das Angebot an Waren und Dienstleistungen. Das ist eben auch eine Idee. Es bringt halt nichts, Giralgeld mit Bargeld zu decken und dann vielleicht Bargeld mit Gold oder mit irgendwas anderem, mit Grundstücken und irgendwas. Meine Kinder würden für die Schokoladendeckung plädieren, ja, weil da haben sie was davon. Aber es bringt nichts, Geld mit anderen Dingen zu decken, ja, die man für sinnvoll hält. Auch Gold hat ja nur einen minimalen Gebrauchswert für die meisten Leute. Es macht keinen Sinn, sondern was man mit Geld machen will, das ist ja, man will nach eigener Wahl sich ein Stück des erwirtschafteten Kuchens am Sozialprodukt kaufen. Ja. Also Deckung des Geldes ist seine Kaufkraft und um die Kaufkraft zu sichern, muss man eben die Menge des Geldes ganz genau unter Kontrolle haben. Und die eine Stelle würde das Geld schöpfen und die andere Stelle eben, jetzt wenn es über Staatsausgaben emittiert wird, der Haushaltsgesetzgeber, also die Legislative, würde eben dann nach der demokratischen Zusammensetzung des Parlaments entscheiden, wo soll das erst geschöpfte Geld hinfließen. Soll es in die Erhöhung der Sozialhilfe fließen? Soll es ins Pflegegeld fließen? Soll es für die Brückensanierung verwendet werden oder für eine bessere Ausstattung der Schulen? Ja, das ist aber nicht eben gleichzeitig der Finanzminister. Deswegen plädieren wir dafür eine Gewaltenteilung. Und das ist eben ein Argument, was dann immer wieder kommt. Ja, boah, der Staat soll dieses große Privileg kriegen oder soll diesem Staat wirklich beantworten. Ja. Und dann sollen doch lieber warten. Also es ist gerade dann manchmal in Ostdeutschland, sagt, ja, ach, das hatten wir ja schon in der DDR, der hatten der Staat alles in der Hand und so. Nee, lieber nicht, das sollen lieber. Da ist mir ein bisschen unwohl bei den Gedanken. Ja. Und dazu ist einfach zu sagen, wir haben heute private Geldschöpfung. Und trotzdem ist die Staatsverschuldung so wahnsinnig hoch angestiegen. Ja. Also man kann den Missbrauch
von solchen staatlichen Hoheitsrechten nicht dadurch unterbinden, dass man es einem Privaten überträgt. Denn der Staat hat immer noch die richtigen Schlüssel in der Hand, um das eben so zu gestalten, dass es ihm selber zugutekommt. Also im heutigen Falle eben einfach, ja, Risiko für Staatskredite ist null und die Bankenrichtlinien sind eben so gestaltet. Ja. Hat er genügend gesetzliche Möglichkeiten, eben das so zu gestalten, dass doch wieder so viel Geld an den Staat geht, wie er eben gerade zu meinen glaubt. Oder es sind ja alle möglichen Notlagen, selbst denkbar, dass es Krieg, da müssen die Banken eben dafür finanzieren. Geldschöpfung ist nun mal eine originär öffentliche Sache, wie es ja auch bei uns unbestritten ist. Ja? Also auch in der Satzung der Bundesbank. Das heißt ja, Geldschöpfung, ja, das darf nur der Staat machen, steht da überall drin. Und bei uns ist es eben umgangen worden, dadurch, dass man ja, unser Hauptgeld ist ja gar kein Geld, also können das auch die anderen schöpfen. Ja? Und also ist ja pro forma heute auch noch ein staatliches Hoheitsrecht. Aber den Missbrauch staatlicher Hoheitsrechte, den muss man durch eine saubere Verfassung, den muss man durch saubere Gewaltenteilung eben unterbinden. Genauso wie wir ja eine Gewaltenteilung haben zur Justiz. Ja? Und gerade wir haben natürlich in unserem Land schlechte Erfahrungen gemacht mit staatlicher Willkürherrschaft, sowohl vor 1945 als auch zumindest in einem Teil nach 1945. Und da müssen eben ganz genaue Regeln der Gewaltenteilung sein und deswegen eben diese Trennung von Geldschöpfung und Geldverwendung. Das ist ein viel wirksamerer Mechanismus, als Geldschöpfung zu privatisieren, wie wir es ja heute schon haben. Ja. Ja, Vorteile: Geldsystem wird einfach, verständlich und transparent, fairer Wettbewerb, gleiche Rahmenbedingungen für alle Akteure in der Wirtschaft, effektive Kontrolle der Geldmenge, verstetigter Geldfluss, Verhinderung von Vermögensblasen. Das ist ja auch ein Effekt heute des billigen Zentralbankgeldes. Die Banken leihen das ja nicht weiter für Kredite, sondern sie pumpen es in den Assetmarkt. Ja, also sie geben Kredite, damit andere Aktien kaufen können. Deswegen haben wir so einen schönen Aktienboom. Ja. Da freue ich mich manchmal auch, ja, dass meine Aktien so schön hochstehen momentan. Aber das sind eben solche Assetblasen. Ja, und irgendwann platzen die auch wieder zusammen und dann sind wir alle wieder traurig, ja, weil es eben nur kurze Zeit funktioniert hat. Ja. Aber diese Blasenbildung, diese schnellen Bewegungen, ja, immer auf und ab und zack und wieder runter und wieder rauf. Ja, oder also diese wahnsinnige Sensibilität, wenn dann irgendein Zentralbank sagt, nur ein Wort, ja, und wasch, dann kracht das alles gleich zusammen. Ja. Und solche extremen Schwankungen wären eben nicht mehr möglich, wenn nicht immer wahnsinnig viel Geld da selber gemacht ist, reingepumpt wird. Also nicht mehr so große Vermögensblasen. Ja. Auflösung der Verknüpfung von Geld und Schulden hat schon gesagt, dass es problematisch ist. In einem Vollgeldsystem wäre das nicht mehr so. Ja. Sicheres Giralgeld, sicherer Zahlungsverkehr, also kein Erpressungspotenzial mehr. Und auch kein Bankrangefall mehr. Sie bräuchten nicht mehr zur Bank rennen und sagen, ach, ich möchte das Bargeld sehen. Ja. Weil sie hätten ja zwar unbares Geld, aber sie hätten sie an einer sicheren Stelle liegen. Also keine Bankrang-Gefahr. Volle Seniorage für den Staat, statt unverdienten Geldschöpfungsgewinne der Banken. Ja. Und eine einmalig hohe Übergangsseniorage in Höhe der Giralgeldmenge, das ist auch noch ein sehr wichtiger Faktor. Bei uns ist die Giralgeldmenge, ich glaube, es sind 1,3 Billionen Euro in Deutschland jetzt. Das ist alles nur Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld der Banken. Ja. Und in einem Vollgeldsystem würde man sagen, okay, Banken, die Verbindlichkeit wird fällig. Ja? Ihr müsst das jetzt zurückzahlen. Ja? Und dann müssen sie es machen. Und dann wird es so sein, unsere Konten werden umgewandelt in Vollgeld. Und die Verbindlichkeiten, die die Banken für an uns hatten, haben sie dann an die Zentralbank. Ja? Wir zahlen dann, wenn wir Kredite tilgen, immer zurück an die Bank. Und die kann dann damit Zentralbankkredite tilgen. Damit würde natürlich das ganze Geld verschwinden aus dem Kreislauf. Ja. Und um das zu ersetzen, dieses ausgeschleuste Giralgeld, kann die Zentralbank in derselben Höhe eben Vollgeld emittieren, eben 1,3 Billionen. Und damit könnten eben ganz Europa die Schuldenproblematik gelöst werden innerhalb von 5 bis 10 Jahren.
Also in unserer Meinung nach ein Geldsystem im Dienste von Bürgern und Realwirtschaft. Ja, genau. Wir glauben eben, eine Systemreform ist notwendig. Was heute passiert, ist für die gesamte Gesellschaft gefährlich. Gefährdung unserer Demokratie. Man sieht ja auch, Wahlbeteiligung wird immer niedriger. Die Leute fragen sich zu Recht, naja, was gibt es denn noch zu entscheiden eigentlich? Was hat das für eine Auswirkung? Wähle ich links, grün, schwarz, irgendwas? Ja, dann plötzlich heißt es, es ist eine Krise, ja, alternativlos. Ja. Okay, alternativlos. Wird gemacht. Ja, wo muss ich überhaupt noch zur Wahl gehen? Ja. Das fragen sich viele Leute. Und das führt natürlich auch zu Radikalisierung. Irving Fischer habe ich vorhin schon gesagt. Es könnten die Banken sein, die tatsächlich den Kapitalismus zerstören. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus